Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unseren EM-Prognosen zur EM 2016. Heute mit der Partie Tschechien gegen, ja, eigentlich Kroatien, da aber Kroatien nach wie vor nicht in der, ja, in FIFA 16 vorhanden ist, werden wir wieder auf die Niederlande zugreifen können, die hier zumindest in unseren EM-Prognosen auch einen kleinen Auftritt in der Europameisterschaft bekommen können. In meinen Prognosen sind die Hinspiele ja in dieser Gruppe. Warte, ich muss das mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, die machen das lange nicht platt. Versteht denn das? Find es! Ah, ich finde es nicht! Wo steht's denn? Tschechien gegen Spanien ist 3-0 ausgegangen und ich finde das andere einfach nicht. Warte, ich muss mal ganz kurz verteidigen. Okay. Wieso finde ich das andere Spiel nicht? Haben wir jetzt erstmal einen kleinen Angriff. Wenn der Ball im Aus ist, dann okay, da jetzt. So, Tschechien gegen Italien. Was laber ich hier? Tschechien gegen Spanien ist 3-0 ausgegangen. Und Irland, Schweden ist es nicht. Sondern Belgien, Italien ist es auch nicht. Habe ich das nicht aufgeschrieben? Doch, da, Türkei gegen Kroatien. Stimmt, die waren ja schon ein bisschen früher dran. Hat ein 1:1 rausbekommen. Das heißt, die Kroaten mit einem Punkt, die Tschechen ohne Punkt hier bislang. Aber die Tschechen mussten auch gegen den amtierenden Europameister, die Spanier, ran. Deswegen war zu erwarten, dass dort eine Niederlage ja rauskommen könnte. Die Türkei und Kroatien sehe ich ja persönlich sogar tatsächlich kleine Vorteile mittlerweile für die Kroaten. Weil ich da, ich sehe keine Vorteile. Ich sehe die Türkei und die Kroaten einfach nach wie vor gleich stark und Spanien als Favoriten dieser Gruppe. Die Tschechen vielleicht dann doch etwas abgeschlagen. Aber das muss ja nichts bedeuten, denn es gibt ja auch nur 3 Spiele hier in der Gruppenphase. Da kann eine Überraschung durchaus mal passieren. Ein Sieg gegen den Favoriten und schon steht man gut da. Und genau das wollen die Tschechen jetzt hier heute gegen die Kroaten auch definitiv rausholen. Ob das gelingen wird, das werden wir in dieser Prognose hier sehen. Bislang eher die Kroaten in der Offensive. Der tschechische Torhüter musste jetzt schon mehrfach zugreifen. Vidra sieht oben Kola laufen. Was macht er damit? Lässt seinen Gegenspieler stehen. Aber der Pass in die Mitte, der kommt nicht durch. Also Tschechien versteckt sich hier nicht in der eigenen Hälfte, spielt auch nicht auf das Unentschieden. Würde ihn auch nicht viel bringen. Wie gesagt, Niederlage gegen die Spanier bedeutet, wenn man hier noch mit Platz 2 weiterkommen möchte, oder vielleicht sogar Platz 1, aber das ist ja unrealistisch, dann muss hier heute ein Sieg her. Ansonsten muss man eventuell noch auf einen, ja, Sieg gegen die Türkei hoffen und hoffen, dass 3 Punkte für Platz 3 reichen, aber darauf will sich sicherlich keiner verlassen. Mit 0 Punkten in die letzte Runde einziehen, das möchte sicherlich niemand. Und deshalb werfen die Tschechen hier genauso wie die Kroaten alles hineinwerfen. Wie gesagt, die Kroaten mit einem Unentschieden im ersten Spiel, so auch bislang nur einen Punkt auf dem Konto. Mit einem Sieg für Tschechien könnten sie hier tatsächlich auf Platz 2 vorspringen. Kommt natürlich auch das Parallelspiel an. Aber der Türkei gegen die Spanier sind die Spanier sicherlich Favoriten, könnten dann mit 6 Punkten bei einem Sieg von Tschechien schon, ja, den Gruppenplatz 1 sicher machen, schon nach der zweiten Runde der Gruppenphase. Aber ob das so kommen wird, das sehen wir, wie gesagt. Jetzt aber erstmal wieder die Tschechen, die heute gar nicht mal so schlecht auftreten. Auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung als das Spiel gegen die Spanier. Und hier auch mit einem Abschluss, der allerdings kein Problem ist für den kroatischen Torhüter. Der kann das Ding aus der Luft fischen. So, Kroatien, wie gesagt, zu Beginn auf jeden Fall das Effektivere. Effektiv ist hier noch gar nichts, es steht noch 0-0. Das Offensivere und auch bessere Team gewesen. So langsam haben die Tschechen in die Partie gefunden. Und spielen hier deshalb auch ganz gut mit. Aber wie gesagt, auch die Kroaten mit ihrer Offensivstärke. Mit dem Mandzukic. Und Co. Sicherlich. Nicht zu unterschätzen. Modric und wer da auch sonst noch so alles spielt. Die haben auch einige internationale Stars.
Und deshalb für mich auch definitiv ein Favorit auf Platz 2 in dieser Gruppe. Spanien ganz klar Favorit auf Platz 1. Tschechien, wie gesagt, deshalb auch für mich so ein klein bisschen Underdog-mäßig. Die Türkei ja auch nicht mit schlechten Spielern. Wenn man da zum Beispiel einen Şahin oder einen Çalhanoğlu oder sonst was anguckt, die können da auch ordentlich was. Hat Tschechien vielleicht auch einfach eine für sie relativ, ja, schlechte Gruppe erwischt. In einigen anderen Gruppen hätten sie sicherlich etwas einfacher eine Chance auch auf den zweiten Platz erkämpfen zu können. Und das Ganze trotz der größten EM aller Zeiten, was die Anzahl der Spiele und die Anzahl der Teams, die teilnehmen, betrifft. Das erste Mal ja nicht nur 4, sondern 6 Gruppen in einer EM. Und dadurch war ja die Qualifikation auch so einfach wie sonst nie. Und dadurch sind natürlich auch einige Teams dabei, die man bei solchen Veranstaltungen sonst nicht sieht. Egal ob Nordirland, Wales oder Island oder was da sonst noch so alles mit dabei ist. Halt alles Mannschaften, die man normalerweise bei solchen Turnieren halt nicht unbedingt sieht. Und dafür halt umso überraschender, dass halt Mannschaften wie Griechenland oder eben auch die Niederlande, die man bei auch größeren Turnieren wie bei WMs in den letzten Jahren immer häufiger gesehen hat, dass eben jene nicht mit dabei sind. Sondern eben Mannschaften wie Island, Wales, Nordirland und Co. Tschechien hätte sicherlich in einer Gruppe von eben jenen aufgezählten eine etwas größere Chance auf einen zweiten oder dritten Platz. Hier sieht es wie gesagt schlecht aus, aber sie können mich auch eines Besseren belehren, indem sie hier zum Beispiel heute gegen die Kroaten gewinnen. Und das war doch schon mal eine ganz gute Chance. Da hat sich der Torhüter um einiges verschätzt, springt quasi unter den Ball durch. Und dann fliegt der Ball auf jeden Fall in Richtung Tor. Aber die kroatischen Verteidiger waren dann definitiv auch aufmerksam und konnten das Ding dann auch noch wieder von der Linie kratzen. So viel Geschwindigkeit hatte der Ball dann auch nicht. So, das Offensivspiel der Kroaten ist mittlerweile auch ein bisschen besser unter Kontrolle geraten von den Tschechen. Die haben die jetzt mittlerweile auf jeden Fall etwas sicherer in der Hand. Schaffen es aber nicht, selber offensiv mal zu einer richtig großen Chance zu kommen, bis auf diesen Kopfball eben. Da hat aber halt auch der kroatische Torhüter ein bisschen mitgeholfen. Ansonsten dann doch, trotz des starken Anfangsphase der Kroaten, haben die Tschechen etwas aufgeholt und eine relativ ausgeglichene erste Hälfte, weshalb das Unentschieden bislang, denke ich mal, auch ganz in Ordnung geht. Trotzdem sollten beide Mannschaften jetzt in den zweiten Durchgang etwas mehr bringen. Ansonsten wird es heute hier auch schwer, denn beide können die Punkte, wie gesagt, dringend gebrauchen. Sollte die Türkei überraschenderweise gegen Spanien gewinnen, wird sie nämlich für beide schon wieder ganz eng. Die Tschechen müssten dann ja so oder so im letzten Spiel gegen die Türkei gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf Platz 3 zu haben. Sollte hier heute kein Punkt bei rumspringen oder nur einer. Und die Kroaten müssten dann mit einem Sieg gegen EM-Titelverteidiger Spanien rechnen, um noch weiterkommen zu können. Und auch das ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen natürlich beide Teams auch nicht mit allzu hohem Risiko, weil ein Rückstand wäre jetzt für beide schon fast tödlich. Natürlich würde das im Spiel ganz gut tun. Weil dann eben das jeweils andere Team etwas mehr ins Risiko gehen würde. Das natürlich mehr Raum schafft für Konter. Aber eben auch etwas spektakulärere Torraumszenen hoffentlich. Aktuell bleibt es beim 0:0. Ach, das andere Spiel, was ich eben gerade schon aufgenommen habe, ist 0:0 geendet. Mal sehen, ob wir heute überhaupt Tore sehen werden. In den heutigen 3 Prognosespielen. Wir werden es erfahren. Aber nicht, wenn Krejci weiterhin solche Offensivaktionen bringt. Dann bekommen wir eine Antwort auf die Frage erst um einige später, ob wir heute Tore sehen werden. Es gibt hier noch eine dritte Prognose am heutigen Tag und das wäre ja Spanien gegen die Türkei, also das Parallelspiel. Parallel ist es ja nicht unbedingt, es findet ja zu einer anderen Uhrzeit statt, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Und das war, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig, dass der Tscheche da noch mit dem Kopf dran war.
Dahinter hat ein Kroate gelauert, der das Ding nicht gerne ins Netz eingeschoben hätte. So gibt es Eckball für die Kroaten. Der Ball kommt aber zum Eckschützen zurück. Und wirklich was draus machen können sie da auch nicht. Jetzt Angriff in die andere Richtung. Nein! Oh, das war natürlich jetzt was, was eigentlich gar nicht passieren sollte. Ballverlust im Aufbauspiel, aber viel zu ungenaues Passspiel. Und das war ein Riesenfehler von Faklic hinten im Tor der Tschechen. Und Riesenglück, dass der Kroate dort nur den Pfosten trifft, während er, ja, aus geschätzt 20 Metern aufs leere Tor holzt. Da hatte er auch alle Zeit der Welt. Vielleicht hätte er sich den Ball sogar noch mal kurz zurechtlegen können. Hat aber selber, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der Ball so frei alleine vor ihm kommt, dass Tor frei ist. Es kam für ihn selbst so überraschend, dass er einfach gedacht hat, okay, jetzt ein Tor ist frei, ich ziehe mal ab. War sicherlich nicht schlecht, die Idee. Die Chance war ja auch sehr gut. Die Schusstechnik ebenfalls, aber wie gesagt, leider nur der Pfosten. Hätte er sich dann ein klein bisschen mehr Zeit gehabt, dann wird er sicherlich noch ein, was heißt, hätte er sich ein bisschen mehr Zeit genommen, natürlich. Gehabt hat er sie nämlich. Dann wird er sicherlich mehr draus geworden. So, Rosický. Sicherlich einer der Stars, wenn nicht sogar der Star der tschechischen Mannschaft hier. Aber auch der bislang ohne irgendwelche Akzente im Offensivspiel seiner Mannschaft. Da hapert es bislang, vor allem hier im zweiten Durchgang, auf beiden Seiten. Kriegen da beide nicht wirklich viel hin. Was jetzt? Willems, das war eine ganz schlechte Idee. Und ich brauche die Namen von den Holländern nicht sagen, weil die in echt eh nicht spielen werden. So, Wechsel. Und zwar kommt... Wo, wen bekommt denn... Plasil, Dokdal. Ich glaube, die werden so ungefähr ausgesprochen. Und Necit kommen in die Partie und sollen ein bisschen in das Offensivspiel der Tschechen, die doch mit einer relativ defensiven Aufstellung hier agieren, ja etwas beleben. Denn da ist in der zweiten Hälfte, wie gesagt, nichts von zu sehen. Es ist noch eine Viertelstunde zu spielen und beide Mannschaften brauchen hier den Sieg. Ein Unentschieden bringt hier keinen wirklich weiter. Auch wenn die Tschechen vielleicht sogar besser damit leben könnten. Denn die Kroaten müssen, wie gesagt, im nächsten Spiel gegen Spanien ran. Und da ist die Chance auf einen Sieg vielleicht, also um einiges geringer, als dass Tschechien vielleicht die Türken besiegen könnte. Denn eben jene haben nur unentschieden gegen Kroatien gespielt. Und wenn jetzt auch Tschechien unentschieden gegen Kroatien spielt, dann scheinen sie jetzt zumindest schon mal auf einem Niveau zu sein. Zumindest könnte man davon ausgehen. Fußball ist schon einiges Sonderliches passiert, dass eine Mannschaft gegen eine andere 5-0 gewinnt. Dann spielt sie gegen eine andere unentschieden und die verliert wiederum gegen die Mannschaft, die vorher 5-0 verloren hat. Also so spielübergreifend irgendwelche Fazite zu sehen, ist oft schwer. Aber zumindest ist es immerhin schon mal ein Anhaltspunkt. Wie gesagt, nach wie vor haben beide Teams Probleme, offensiv zu vernünftigen Aktionen zu kommen. Aber jetzt war das mal von den beiden Neuen. Und dann haut sich der Kroate den Ball beinahe selbst ins Tor. Und okay, der kroatische Torhüter erneut mit einer kleinen Unsicherheit. Bekommt den Ball auch nur so halb. Wäre beinahe wieder unter dem Ball drunter durchgesprungen. Ja, Plasil, der ist frisch im Spiel, der hat Kraft und das merkt man. Denn er traut sich hier auch mal was zu, aber vielleicht ist das jetzt nun mal auch schon zu spät. Denn wir befinden uns in der 89. Minute, steht 0:0. Es sieht so aus, als wenn es am heutigen Spieltag, am heutigen Tage der EM-Prognosen zum zweiten Mal in zwei Spielen ein 0:0 geben würde. Aber noch sind hier 2 Minuten Nachspielzeit zu spielen. Auch der ist frisch, auch der ist neu. Vielleicht kann der sich nochmal dazu bemühen, eine Offensivszene hervorzubringen. Und er zieht in den Strafraum und er zieht rein und er sieht den frischen Necit und der Ball nicht hinter der Linie. Riesentat vom kroatischen Torhüter, der hier nun mal in der Nachspielzeit
die 1-0-Führung der Tschechen verhindert und damit doch, ja, die Tschechen die bessere Mannschaft gewesen, aber konnten daraus nichts machen. Das Spiel endet mit 0-0. Mein Tipp für Kroatien gegen Tschechien wäre ein 2-0 für Kroatien. Habe ja bereits gesagt, dass ich die Kroaten persönlich etwas stärker einschätze. Was ihr sagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann heute Abend noch einmal wieder mit dem Spiel Spanien gegen die Türkei. Und dann morgen mit der letzten Runde der, ja, zweiten Runde der Gruppenphase. So, mit den letzten drei Spielen der zweiten Runde der Gruppenphase. Danach geht es schon weiter in die dritte Runde der Gruppenphase, was, auf die ich noch ein bisschen warten muss mit dem Aufnehmen, weil ich ja, wie gesagt, vorher die erste Runde abwarten werde. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.